dabei sind, hier am Donnerstagvormittag, hier bei RSH, Sharon Hein und Tim Goschitz hier, und wir haben ein Geschenk für Sie. Und das hat unser lieber Olaf Ernst vom Magazin Bücher mitgebracht, ein neues, spannendes Hörbuch, unser Tipp der Woche. Moin Olaf, du hast heute Das Mädchen, das rückwärts lief von Kate Palmer. Dabei, worum geht's in dem Buch? Ich habe heute eine Mutter-Tochter-Geschichte mitgebracht, bei der ich wirklich hängen geblieben bin. Und zwar geht es einmal um die alleinerziehende Beth, die sich gerade von ihrem Ehemann Paul hat scheiden lassen, und um die 8-jährige Carmen, die eines Tages verloren gehen. Damit setzt sich so ein bisschen die größte Angst der Mutter in die Realität um. Das heißt, es ist ein Drama aus Sicht der Mutter geschrieben? Die Geschichte wird aus beiden Perspektiven erzählt, von Mutter und von Tochter, auch mit zwei verschiedenen Sprecherinnen. Und es ist wirklich sehr, sehr emotional. Einmal haben wir die Mutter, die sehr verängstigt ist, da geht es wirklich sehr unter die Haut. Und dann haben wir die 8-jährige Tochter, die halt schon sehr weit entwickelt ist und auch vielleicht so eine Entscheidung, die dann zu gekommen ist. Was ist also wieder spannend? Finde ich gut, denn so bleibt es auch für Sie spannend. Und wir nehmen hier nichts vorweg. Danke nochmal, Olaf. Also wenn Sie Lust haben, Kate Hamers Das Mädchen, das rückwärts lief, mal durchzuschmökern, dann gehen Sie am besten jetzt auf rsa.de, füllen Sie dort das Hörbuch-Gewinnformular aus und mit etwas Glück schicken wir es Ihnen dann direkt nach Hause. Ich fand den Luftwaffe. Weil der Luftwasser. Luftwasser. Yeah. Do it. What? Gülbil. Oh. Gülbil. It's fine. There. Oh. Are you filming again? Yeah. Tricks up my sleeve. We're in the death zone.
zwar wieder auf die Bahn. Mein Gott. Rip. I got 30 minutes. Oh. Every single time. So you're recording over your recordings. That's fine. And fuck. That's fine. Yeah, that's fine. Yeah. Thomas, stop. Unkill. Unkill. Say unkill. 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 Ah, shit. Uncle! Is that your German uncle? Uncle Senpai! Discord, whatever.
did we do to make it take the world away? Discord, are we ever in love? Or are we just a step aside, taking back the throne? Discord, we won't take it anymore. So take a tyranny away.